in unser Land. Guten Abend, meine kleinen Freunde. Da bin ich wieder, euer Thaddäus Punkt. Guten Abend, Auweia. Was heißt denn hier Auweia? Wie du aussiehst. Na, wie soll ich denn aussehen? Du musst Haare schneiden gehen. Was? Ich muss Haare schneiden gehen? Aber doch nicht jetzt. Wir wollen doch einen Ausflug machen. Kinder, ich habe eine Idee. Wir gehen heute Abend einmal in das Friseurmuseum in Berlin. Haha, gibt's nicht, wa? Natürlich gibt es das. Der Beruf des Friseurs ist schon sehr alt und deshalb wurde ein Museum eingerichtet. In Berlin, in der Husemannstraße. Da bin ich aber neugierig. Haha, kannst ruhig neugierig sein. Kinder, wisst ihr was? Wir suchen jetzt das Museum in der Husemannstraße. Ihr kommt alle mit. Mein Zauberbleistift wird uns dabei helfen. Auf geht's. Husemannstraße. Halt, Struppi. Wir sind da. Ja, Kinder, hier hat man versucht, eine Straße in Berlin so zu gestalten, wie sie etwa vor 100 Jahren ausgesehen hat. Und das ist sehr gut gelungen. Schaut euch mal um. Gemütliche kleine Gaststätten und Cafés, Geschäfte aller Art und sogar einen Salon gibt es, in dem Hunde schön gemacht werden. Oh, da will ich hin. Nein, Struppi, du bist doch hübsch genug. Ein andermal. Wir wollen doch ins Friseurmuseum. Los, komm! Ja, liebe Kinder, hier gibt es viel zu bestaunen aus vergangener Zeit. Der Beruf des Friseurs ist schon uralt. Früher nannte man den Friseur in unserem Lande Bader, Balbier oder Barbier. Und er konnte nicht nur Haare schneiden, sondern musste oft noch kleine Wehwehchen kurieren. Zum Beispiel hier, mit diesem Gerät, das fast aussieht wie ein Korkenzieher. Damit zog der Bader Zähne. Soll ich dir mal einen Zahn ziehen, Struppi? Oh nein, 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 nicht nötig. Na, du putzt ja auch immer die Zähne. Ein Bader musste auch Perücken anfertigen. Vor 200 Jahren trugen die vornehmen Herren meistens eine Perücke. Und das ist etwas für die Mädchen. Schöne Kämme und Haarspangen. Na, so etwas tragt ihr doch heute noch gern. Oh ja. Guck mal, ich schwimme in der Regentonne. Aber Struppi, das ist doch keine Regentonne. Das ist ein Badezuber. Und in dem hat man früher gebadet. Und weil du nun gerade drin steckst, werde ich dich jetzt auch gleich baden. Na, spritz nicht so. Du und Struppi, anschließend werde ich dich noch rasieren. Rasieren? Ich hab doch gar keinen Bart. Wir befinden uns hier in einem Friseursalon in Berlin 1910. Hier wurden nicht nur Haare geschnitten und Dauerwellen gelegt, nein, hier wurde auch der Bart rasiert. Mit Rasierpinsel, Seifenschale und Rasiermesser ging man ans Werk. Bitte schön, nehmen Sie Platz, Herr Struppi. Willst du mich wirklich rasieren? Aber Struppi, wir spielen doch nur, wie so eine Rasur vor sich ging. Zuerst wurde der Kunde eingeseift. Krabbelt. Es krabbelt so. Und wenn er schön eingeseift war, dann nahm der Friseur sein Messer und schabte ihm den Bart ab. Na, wackel nicht, sonst schneide ich dich. So, nun bist du schön glatt und unsere Zeit ist um. Wir müssen nach Hause. Na, wer hat mir denn diese Zeichnung auf die Staffelei gezaubert? Der Zauberbleistift. Der Zauberbleistift? Aha. Und wie heißt dieser Geselle? Strubelpeter. Richtig, der Strubelpeter. Na, wer möchte schon so aussehen wie der? Also, wer es nötig hat, Haare zu schneiden, geht morgen gleich zum Friseur, so wie ich. Aber jetzt geht's erstmal ins Bett. Eine gute Nacht wünschen euch. Euer Struppi. Und euer Thaddäus Punkt.